tödlicher Flugzeugabsturz. Am Dienstagvormittag ist ein Motorsegler in Mösing bei Jandelsbrunn in einem Waldgebiet abgestürzt. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, DLRG und Bergwacht waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle. Es war sehr schwierig, den Einsatzort zu finden, weil es in einem, so ein Biotopgebiet war, Wald, feuchte Wiesen. Es waren insgesamt 6 Feuerwehren alarmiert mit ca. 80 Leute. Mehrere Rettungsdienste waren vor Ort. Wir haben zuerst die Person versucht zu bergen, ist leider fehlgeschlagen durch den Wasserstand, haben dann den Wasserstand ein bisschen absenken müssen und konnten die Person später dann nur noch tot bergen. Bei der verunglückten Person handelt es sich wohl möglich um den 54-jährigen Piloten. Ob sich noch weitere Personen im Kleinflugzeug befanden, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Da das Gelände nur sehr schwer zugänglich ist, wird die Bergung des vollkommen zerstörten Flugzeugs noch länger dauern. Warum der einmotorige Tiefdecker abgestürzt war, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.